Ach Freunde, da sind wir gerade aus dem Institut raus, können wieder ein wenig Freiluft schnappen, ein wenig Freiluft atmen. Und wo gehen wir hin? Wieder unter die Erde. Moin Leute und willkommen zurück zur Fallout 4 Caveman Challenge im Railroad HQ, um dort ein wenig Bericht zu erstatten. Denn beim letzten Mal sind wir aus dem Institut rausgekommen, wurden da recht freundlich empfangen, komischerweise. Und ja, meine Meinung, meine Gedanken zum Institut habe ich alles schon berichtet in den letzten Parts. Wer es also hören möchte, wer es übrigens interessiert, wen auch immer das interessieren sollte, der kann das auf jeden Fall bei den letzten Parts nachholen, diese Infos. Und jetzt kommt natürlich Trammler erstmal. Hey, da ist ja Silberzunge. Silberzunge ist wieder da. Ach so. Ich dachte, er würde uns jetzt irgendwas Besonderes, Tolles erklären. So, wir wollen jetzt erstmal einen Bericht erstatten. Gehen wir doch erstmal zu meinem Lieblingsfreund und Helfer Tüfteltom. Mila überträgt eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys, falls du Zeit hast. Ach so. Das ist wieder sowas. Ach ja. Wieder so eine... Sie hat mir erklärt, warum, aber ich hab's nicht verstanden. Ja, das ist wohl wieder so eine Zufallsquest, wo man irgendwo irgendwas aufstellen muss. Dankeschön, Tüfteltom, davon hatten wir ja noch gar nicht genug. So. Ich hab kurz gepennt und boom, da war's. Ich habe ein paar Ideen für den Erlöser. Mach deine mega krasse Wumme noch, tja, krasser. Schau dir an, was ich da hab. Okay. Zeig mal, was du da hast. Hier kriegst du alles, mein Freund. Was hast du denn? Sag mal, was du hast, mein Lieber. Gaussgewehr, ja, ja. Hast du irgendwelche Nahkampfangriffe? Superhammer hast du, ja, der ist nicht so gut, aber das Tüfteltom Spezial, ja. Der Schlagringer ist auch schlecht. Alles so schlecht hier, wir sind einfach zu gut ausgerüstet mittlerweile. Oh, die Sonnenbrille würde ich natürlich gerne haben, aber ich glaube, die bringt uns rein gar nichts. Oh. Das ist ganz nett. Wobei es halt gut gegen, wegen des Splice ist es natürlich gut gegen Strahlung, aber sonst, naja... Den hier können wir kaufen. Der wird uns was bringen. Was haben wir denn so im Gegenzug für ihn? Ein paar Granaten. Zack. Und annehmen. Flupp. Sehr schön. Haben wir wieder ein schönes Schulterstück. Ich fühle mich schon fast wie bei einem RPG hier gerade. So, ach, den Smoking haben wir auch noch dabei. Stimmt ja, da war ja was. So. Okay. Desdemona. Gott sei Dank. Ich hab dir doch gesagt, dass die Molekularstabilisierungsmatrix gehalten hat. Komisch. Gestern warst du dir da nicht so sicher. Ich bin so unglaublich froh, dich zu sehen. Hat es funktioniert? Hast du es in das Institut geschafft? Nee, weißt du? Ich bin auf dem Mond gelandet. Ach, Desdemona. Ich meine, es ist auch offensichtlich, dass ich das geschafft habe. Na gut. Der Signalfänger hat funktioniert. Ich war im Institut und bin wieder zurückgekehrt. Ich kann das fast gar nicht glauben. Und Toms Holoband? Hast du Kontakt mit dem Patrioten aufgenommen? Ja, tatsächlich. Das ist sogar ein komischer Kerl gewesen. Ich mochte ihn zwar ganz gerne, aber der ist irgendwie schon fast kindlich naiv gewesen. Trotzdem ein netter Kerl. Ich habe den Patrioten getroffen. Sein Name ist Liam Binet. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir brauchen sämtliche Informationen, die du von dort drin mitgebracht hast. Schreib einen kompletten Bericht auf Pams Terminal. Anschließend analysieren wir ihn und überlegen uns den nächsten Schritt. Los, an die Arbeit. Ja, ist ja gut. Ach, guck mal, jetzt ist sie wieder sportlich unterwegs. Mensch, also, da kommt man gerade wieder, ne? Aus der Höhle des Löwen. Und erstmal direkt Bericht abgeben, ja? Keine schöne Willkommensparty, keinen Geburtstagskuchen, ich bin enttäuscht. Berechne. Anwesenheit des Instituts erhöht Entdeckungswahrscheinlichkeit auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Silberzunge. Was hältst du davon, wieder zurück ins Gefecht zu müssen? Finde ich doch ganz gut. Ist doch meine Arbeit, oder? Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen, dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert und wir suchen nach Alternativen. Wieso? Wieso kriegen die neue Erinnerungen? Warum bekommen Synths neue Erinnerungen? Die Gedächtnissache ist freiwillig. Jeder Synth hat seine ganz eigenen Gründe dafür. Die meisten tun es, um nicht wieder eingefangen zu werden. Ein Synth weiß nichts über unsere Welt.
Schon ein einziger Fehler könnte das Institut auf sie aufmerksam machen. Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Der ursprüngliche Weg ist wahrscheinlich einfach kaputt machen, oder? Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich sehe hier keinen Ausweg mehr. Wir machen es auf deine Art, Carrington. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Okay. Sollen wir jetzt noch einen Bericht schreiben? Sofern du keine ärztliche Hilfe benötigst, wende dich bitte an jemand anders. Du bist wieder freundlich wie immer. Okay, Zentralrechner, mal kurz gucken. Zugriff auf Aufzeichnung. Zugriff auf als Railroad Alpha bezeichnete Person beschränkt. Ends Token, tut mir leid, einen schönen Tag noch. Was? Institutsbericht. Institutsbereich eingeben. Obwohl es alles andere als sicher war, funktionierte der Signalfänger glücklicherweise. Nach dem Materialisieren befand ich mich in einem leeren Raum. Z114, also kurz ein bisschen später, Z114 kann die 13 Synths platzieren, aber damit sie es zum Teleporter schaffen, benötigt der Patriot den Benutzernamen und das Passwort für Version 1 des CIT Code Defenders. Ende des Berichts. Okay. Gut. Hä? Mit wem spreche ich gerade? Mit wem spreche ich? Ich will nicht mit dem sprechen. Sprich mal mit Dr. Amari. Sie hat sicher mehr Infos zum Weg. Vorläufige Analyse beendet. Was Wichtiges dabei? Positiv. Codename Patriot benötigt Admin-Daten für Sicherheitssoftware Code Defender. Querindizierung von CIT-Sicherheitsadministratoren mit Volkszählungsdaten von 2077. Filtere nach noch vorhandenen Strukturen. Eine Übereinstimmung gefunden. Bergman Wilfred, eingetragen als Miteigentümer von Cambridge Polymer Labs. Anmeldedaten befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% in dieser Einrichtung. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie immer ein bisschen befremdlich, wenn da Wilfred steht und er sagt dann Wilfred. Oder Berg, da steht ja Bergmann und sie sagt dann Bergman. Ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, wenn die alle so Deutsch reden. Und natürlich ist es in Amerika, ist mir schon klar, aber trotzdem, wenn man schon Deutsch spricht hier, dann können auch die Namen Deutsch sein. Aber na gut. Ich gehe dann mal. Komm zurück, wenn du das Passwort hast. Mit etwas Glück haben wir bis dahin einen Schlachtplan. Okay, haben wir also wieder was zu tun. Habe ich noch was mit dir zu bereden? Ich habe das DRA-Versteck für dich gesichert. Belohnung erteilt. Möglicherweise werden später weitere Aufträge erteilt. Okay. Was? Tarnpullover? Habe ich das gerade richtig gelesen? Tarnpullover? Polunder. Warte, den will ich mal kurz mir ansehen. Warum? Warum gibt es sowas? Ich verstehe das Spiel. Wieso ist es überhaupt ein Tarnpullunder? Wen tarnt man denn da? Ein Nerd? Jemanden, der einen schlechten Modegeschmack hat? Ich weiß es nicht. Okay, ziehen wir uns erstmal wieder an. Ja. Ödländer rechtes Bein, glaub. Ja, das hat aber. Ich weiß nicht. Reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden ist ganz nett, aber. Nee. Ich behalte mal das, was ich gerade habe. Aber wobei. Dadurch haben wir dann halt natürlich wieder ein bisschen mehr Energieresistenz und Strahlungsresistenz, also nehmen wir lieber das. Okay. Ja, Pam ist ja gut. PAM. Hat bestimmt irgendwie eine nähere Bedeutung. Okay. Gut. Wahrscheinlich postapokalyptische Mithilfe. Höchstwahrscheinlich. Ganz sicher. Gut. Was haben wir denn hier oben? Hier oben ist noch unser Suit. Ach ja, Preston. Preston. Ich habe das Gefühl, der wohnt. Natürlich wohnt er da, das ist mir schon klar. Aber er ist doch einer der Minutemen. Und die Minutemen sind doch eigentlich dafür da, dass sie immer zu den Leuten hinlaufen, wo gerade Hilfe ist. Und da er jetzt komplett im Nordwesten der Karte ist, wo ringsherum nichts los ist an Bevölkerung, erfüllt er doch überhaupt nicht seinen Zweck, oder? Ich meine, was macht er eigentlich?
Was macht der Typ? Ich meine, der kann uns sehr gut Aufgaben geben und hat auch aus irgendeinem Grund so einen guten Draht zur Außenwelt, dass er ständig auch Bescheid weiß, wo Hilfe gebraucht wird oder wo Siedlungen sind, die in irgendeiner Weise erschlossen werden könnten. Aber sonst? Übrigens hat diese Waffe gar keinen Abzug. Wie soll man denn damit schießen? Du erwartest doch nicht, dass ich mein Kind auch ablege. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Alles okay? Was nicht? Ich weiß nicht. Sag du's mir. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Na, Prinzip des äquivalenten Tausch. Ich finde das gerade ein bisschen befremdlich, dass wir hier so mit nacktem Oberkörper stehen. Ich habe anscheinend vergessen, unser Oberteil anzuziehen. Das passiert mir auch im reellen Leben relativ häufig. Mich gucken die Leute dann immer so komisch an und dann, was soll man machen, ne? Peinliche Situationen entstehen. Prinzip des äquivalenten Tausches. Ich denke, das trifft auf jeden Menschen zu, nur dass halt die Gegenleistung auch theoretisch von ihren moralischen Interessen her rühren könnte. Wie auch, ich weiß nicht, ob man das überhaupt versteht, was ich meine. Auf jeden Fall bestimmt eine ziemlich raue Gegend gewesen. Das Combat Zone zu überleben, muss ganz schön hart gewesen sein. Das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Naja, ich verstehe schon. Ich wäre wahrscheinlich genauso misstrauisch. Ich wäre, glaube ich, generell viel wesentlich misstrauischer als unser Charakter hier. Aber naja. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe von Tommy bekommen, was ich wollte. Ja, sicher. Aber wie lange wird es dauern, bis du denkst, dass er dir nicht genug gegeben hat? Das frage ich mich. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Nun, ich hätte da eine bestimmte... ich meine natürlich... Gut, ziehen wir uns erstmal wieder an. Das macht sonst einen falschen Eindruck. Gut, wo sind denn unsere... Da, Black Ops Brustteil. So. Haben wir eine Hose an? Irgendwie sah es so aus, als hätten wir gerade keine Hose angehabt. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Wer braucht eigentlich Hosen, frage ich mich manchmal. Lederkombi? Lederkombi? Was ist das? Ist das was zum Anziehen? Ach, das ist die Hose. Verstehe. Wir haben keine bessere Hose? Wir haben nur so eine schlechte +2 Hose? Na gut. Hauptsache, wir haben irgendwas untenrum an. Wird ja sonst kalt. Na gut. Beziehungsweise wird ja sonst klein. Na gut. Hallöchen. Ich muss leider berichten, dass die Supermutanten zurückgekommen sind und die Siedlung ziemlich übel zugerichtet haben. Das höre ich nicht gerne. Genau sowas sollten die Minutemen eigentlich verhindern. Wir werden es das nächste Mal besser machen müssen. So wie immer gibt es ein neues Feuer, das gelöscht werden muss. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Und was machst du so? Ich warte mal kurz jetzt, was Preston tut. Das interessiert mich mal gerade. Er schlendert ein bisschen nach draußen. Ja. Genießt die Sonne. Haben wir überhaupt Sonne gerade? Naja, ziemlich grauer Himmel. Also wirklich geschäftig wirkt der Mann nicht. Naja, dafür sind wir ja da, ne? Einer muss ja die Welt retten, wenn alle anderen nur Däumchen drehen. Nun gut, müssen wir noch was mit Preston bereden? Wait a second, Preston, ich habe noch was zu erledigen mit dir. Ich habe den Raidern eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Du weißt, was jetzt kommt. Es gibt mal wieder Probleme. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar wurde jemand entführt. Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen ihnen wirklich helfen können. Wie wär's denn, wenn du da mal hingehst? Wäre das eine Idee?
Nicht? Okay, gut. Ich bin ja nur dein Befehlshaber. Ich bin ja nur der General, also bitte. Warum kriege ich überhaupt die Aufträge von so einem minderwertigen Stück? Mann. Okay, erstmal wieder alles anmarkieren hier. Dr. Amari, Mila, so viele schöne Random Quests. Ihr versteht, was ich meine, oder? Mit den Siedlern reden, ja. Haben wir irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Oberlandstation? Wo gehen wir hin? Was haben wir da? Da ist wahrscheinlich Dr. Amari. Hier drüben ist die Burg. Na komm. Schnelle Reise for the win. Auf zur Finch Farm. Haben wir wieder was zu tun. Tja, Freunde, ich habe das Gefühl, es gibt momentan irgendwie gar keine Nebenaufgaben, die so wirklich Story besitzen. Ich habe das Gefühl, wir haben nur noch die ganze Zeit irgendwelche Random Quests, die irgendwo aufploppen, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, da drüben sind ein paar Raider, mach die mal kaputt. Oder da drüben ist ein Gegenstand, hol den mal her. Oder bau uns 5 Verteidigungsanlagen. Ich habe das Gefühl, das Spiel besteht nur noch aus solchen Sachen. Ich weiß nicht. Also ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das bei früheren Bethesda-Spielen auch so war. Also zumindest bei Fallout 3 und Fallout New Vegas gab es sowas auch, aber ich glaube, das war nicht in so großem Maße, oder? Oder vielleicht habe ich einfach nur beschränkte Gedanken und freue mich auf die gute alte Zeit. Ich war so ein Einzelgänger. Ich hätte mich mehr um ihn kümmern sollen. Ja? Ach, hier ist der Entführte, verstehe. Hallo? Bin ich froh, dich zu sehen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Hat eigentlich mal Bebraham dich gefragt, ob er dein Zebra haben kann? Ach ja, gute alte Witze. Komm zum Punkt. Was braucht ihr? Eine Gruppe wilder Ghule ist in der Gegend aufgetaucht. So nah bei uns stellen sie eine Gefahr dar. Wir brauchen jemanden, der sie erledigt. Ja, gut. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Ja. Wie viel Geld kriegen wir eigentlich von denen? Ach, wir haben ja noch ein Level-Up. Stimmt ja gerade. Moment. Mal kurz Level abschauen. Ja, Beweglichkeit. Braucht man eigentlich noch Punkte für Beweglichkeit? Ich wollte hier unten irgendwas machen. Blitzangriff, ne? Finde die Lücke und schlage zu. Die Nahkampfreichweite im VATS ist deutlich erhöht. Das ist gut. Ja, damit. Was haben wir hier unten noch? Peng Fu. Du hast gelernt, uralte Kampfkunst mit Waffeneinsatz zu kombinieren. Du fügst deinem zweiten und den darauf folgenden VATS-Zielen... Achso, das funktioniert gar nicht bei unseren Nahkampftechniken. Wo müssen wir denn jetzt hin, deinetwegen? Wo sind denn die Ghule? Hä? Ghule-Problem, Herr Finch Farm. Ja, ich verstehe es. Weißt du, wo sind wir denn gerade? Da, guck mal. Hier drüben sind die Ghule, ja? Und der hat hier oben, ungefähr 5 Kilometer entfernt, Angst um seine Farm. Willst du mich flachsen? Ich meine, ich kann doch jetzt nicht im 5 Kilometer Radius jeden Ghule hier vernichten. Da müssen wir Mila aufbauen. Gehen wir mal dahin. So, da haben wir noch ein bisschen Erkundung hier, obwohl wir im Norden sowieso schon 1000 Mal alles abgelaufen sind. Ach, Freunde. Ich weiß nicht. Ich würde gerne mal wieder ein paar Nebenaufgaben haben, die wirklich auch eine gewisse Story besitzen. Zum Beispiel da oben, da habe ich eben nochmal auf der Karte gesehen, dieses Hexenmuseum, ja. Das fand ich cool. Das hatte eine gewisse Story, war zwar sehr kurz, aber dementsprechend auch kurzweilig. Und, das hat halt Spaß gemacht, ja. Das hatte einen gewissen... Hallo? Super Lag, sehr schön. Hatte einen gewissen Erkundungsdrang. Das hatte eine eigene Story, hat einen gewissen Spannungsbogen aufgebaut. Das war schön, ja. Und jetzt, das ist nicht so wie die ganzen Aufgaben von Preston Garvey oder von Tüftel Tom. Bau da was auf. Hol einen Gegenstand von da irgendwo für die stillende Bruderschaft. Da sind noch ein paar Ghule, die du abklatschen musst. Da ist noch eine Siedlung, der geholfen werden muss. Irgendwie, weiß nicht. Man fühlt sich so rastlos hier im Commonwealth, weil irgendwie, ich weiß nicht, jedem, dem man helfen kann, ist irgendwie, ja, weiß nicht, so komplett hilflos mit allem. Und selbst wenn man denen hilft, ist trotzdem nichts getan, ja, so hat man irgendwie das Gefühl, weil selbst, natürlich, selbst wenn man 100 Leuten oder 100 Siedlungen hilft, kommt man irgendwie trotzdem nicht voran, habe ich das Gefühl. So, explodier mal. Muss der nicht explodieren? Ich glaube, man muss einen ganz bestimmten Punkt treffen, dann explodiert der einfach. Wieso wird man jetzt...
Wieso wird meine HP nicht angezeigt? Ich bin verwirrt. So. Explosion. Die uns natürlich in keiner Weise irgendwas anhaben kann. Ja, ich denke, ihr versteht so ein bisschen meine Probleme, die ich gerade mit dem Spiel habe. Irgendwie, weiß nicht, jede... Wieso war hier überhaupt ein Wachbot? Ich meine, das war eine komplette Ruine hier. Naja. Wo ist der denn jetzt hin? Fliegt nirgendwo mehr rum? Ach, da vorne. Ja, natürlich. Ach ja. Es ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, wenn weniger Augenmerk auf diese Random Quests und mehr Augenmerk auf eben irgendwelche Nebenquests, die irgendwo aufpoppen, gelegt werden würde oder gelegt worden wäre, dann wäre das Spiel noch wesentlich lebendiger geworden, weil irgendwie hat man jetzt so das Problem, oder zumindest habe ich das Gefühl momentan, dass eigentlich das Spiel nur noch aus Hauptstory und irgendwelchen zufällig generierten Nebenquests besteht. Finde ich ein bisschen schade einfach, ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel auch nicht mehr... Super, lag nochmal, super. Dass das Spiel irgendwie, ja, da so sein Potenzial verliert. Naja. Ich würde aber sagen, wenn ich so auf die Zeit gucke, ist der Part leider wieder vorbei. Das heißt, ich bedanke mich für heute fürs Zugucken. Ich wünsche noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye. Polizeirevier Boston. Ostboston. Ostbost on. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.